Willkommen zurück bei Empyreon. Mit dabei sind natürlich wieder Koya, Sinnewittchen, Hippo und Coach Carter. Hallo. Morge. Hallo. Ah, ja. Willkommen, Robot. Den Kern haben wir aufgegeben, jetzt hier zu finden bei diesem Raumschiffelchen. Das wollte uns. Sekunde, ich habe noch nicht. So. Ja, das wollte ihn uns nicht preisgeben. So, jetzt schauen wir mal nach. Ich Wo ist das würde denn? links die andere Base-Seite ist wirklich nicht nett. Die ist nicht nett, die Excavation-Site. Ah, doch, die dürfte auch noch nett sein. Die blauen sind doch nett, oder nicht? Die Blauen schon, aber da war blauen noch eine gezeigt. rote daneben. Ja, aber die Excavation-Seite ist auch eigentlich nett. Die Kristalle? Oxygen, die Depot ist nicht so nett. Okay. Die blauen Kristalle hier können wir liegen lassen. Die haben Ja, wir auch auf dem Mond, ne? momentan mehr als genug, ja. Ja, okay. Ja, mehr als genug finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Wir hatten da fast einen Stack. Neodymium 1200. Ja, mitnehmen, oder? Kobalt dahinter, Kobalt. 5500. Ja, können wir ja beides gleich mitnehmen hier. Ja. Oh. Erst Kobalt. Und Oh, das dahinter ist noch eine Welt. Nochmal Neodymium. Ha. Ja, guck. Ein Geht Freundchen. doch. Geht auch. Falsche Taste. Du kannst auch ruhig noch ein bisschen näher ran. Ja, ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen zu buddeln. Weißt du, jetzt ist es Wir schon unter uns. können uns dann ein bisschen aufteilen. Ja. So, passt schon. Gut. Dick. Weg da. Nö, weg. Ah. Ich gehe rüber zum Neodymium. Okay, ich buddel hier. Zu Buddel welchem? Kobalt. Zum 1000. Achso, ne, die haben ja beide 1200. Zu welchem gehst du, Hippo? Zum östlichen. Okay, dann gehe ich zum nördlichen. Beim Kobalt darf ruhig noch einer mitmachen, das hat 5500. Ja, ich bin auch hier. Okay. Na gut, bohre ich hier auch noch mit. Ach du Kacke, ist das verteilt. Na, Kobalt ist zum Glück alles auf einen Klotz, scheint's mir. Ah, das kann auch täuschen. Wahrscheinlich, Sein, dass dass wir da wir das näher gleich noch ein ran bisschen sind. verteilt. Ja. Dafür sehr tief. Mhm. So, und wenn wir das haben, dann haben wir genug. Dann können wir zurückflattern Ja. oder reicht das dann immer noch nicht für ein großes Doch, da Raumschiff? können wir ein großes Auftrag geben. Echt sauber. Dann werden wir Haben wir bis schon zur. alles an seltenen Ressourcen, die wir brauchen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Machen wir dann so richtig eins mit verschiedenen Zimmern und so? Ja. Cool. Da hast du ein eigenes Schlafzimmer. Ah, toll. Wahnsinn. Ohne Couch. Ohne Bett. Couch. Ohne Ohne Dusche. Dusche. Ja, also weißt du, der Millennium Falcon, der hat doch so viele Lagerräume. Kriegt sie nur noch irgendwo ein Bett rein? Also für den Millennium Falcon haben wir noch nicht genug Ressourcen. Nicht? Nein. Ja, das meine ich doch. Also müssen wir, was brauchen wir da noch? Oh Eisen. ja. Alles. Müssen wir mal gucken. Voyager geht nicht. Voyager? Nee, klar. Todesstern. Ja, Todesstern. Todesstern braucht übrigens 133.000, nee, 116.000 Eisenbarren. Ach du für Kacke. Atlantis. Das ist doch ein Klacks. Kalle. Außerdem will ich ja nicht den Todesstern, ich will ja die Voyager. Doch, mir ist letztes Mal schon ein Planet hier so auf den Sack gegangen, da hätte ich ganz gerne den Todesstern gehabt. Der Arschlochplanet? Den anderer. Neuer Arschlochplanet. Es gibt doch mehrere Arschlochplaneten. Ja, ich habe festgestellt, es gibt mehrere von. Weißt du, der Todesstern, der müsste eigentlich so einen Superbohrer haben. Wenn du dann schießt, dass so ein Loch im Planeten ist. Und alles, was du auf diesem Weg mitgenommen hast und zerschossen hast, ist deins. Ist meins, ja, genau. Ressourcen. Alle Ressourcen im Kasten. Nur richtig schön Schweizer Käse dann aus dem Planeten machen. Das wäre ein Todesstern. Das hätte was. Der Pinky und der Brain. Aber ich denke mal, der Todesstern hat auch einfach nur Laser und. Hier wird auch nichts Großartiges haben. Also nicht so wie der richtige Todesstern, dass du da mit einem anderen Planeten zersägen kannst. Ja, das sicherlich nicht, ne. Aber was ist denn die stärkste Waffe? Was gibt's denn da? Gibt's da irgendwas, was so richtig reinhaut? Plasma-Kanone. Okay. Die habe ich letztes Mal auf meinem anderen Server gefunden. Die gibt's sogar als Handfeuerwaffe. Als Handfeuerwaffe macht die 600 Schaden. Okay. Das heißt, damit kannst du auch ganz gut Basen und so weiter Damit auseinandermöbeln. kannst du ganz gut was knacken, ja. Ist halt auch so ein bisschen lustig, wenn du da
einem Todesstern angeflogen kommst, mehr oder weniger, der außen im Orbit ist, dann schießt er einmal und unten verschwindet bei der Basis ein Block. Wäre ein bisschen peinlich. Ist dann auch so, piu! Das ist so die Vorstellung einfach. Ein riesen Todesstern mit pompöser Musik und dann piu, piu. Das ist super. Das ist schön. Wäre genau unsere Art und Weise. Eigentlich wäre der ideal für uns. Oder kommt der Todesstern und dann eine Minigun. Oder? In Pink. In Pink. Mit einem großen Sofa oben auf der Spitze. Er schießt nicht, er schmeißt mit Sofas. Ja, genau. Oder so. Wirft Sofakissen. Mit Sofakissen. Ja. Nanu, es regnet Kissen. Ach, cool, der Todesstern ist schon wieder oben. Todesstern. Todeskissen. Oh mein Gott, der Todesstern kommt, es regnet Kissen. Tja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der Bohrsimulator 2018. Da haben wir ihn wieder. Nicht schon wieder. Teil 2. Jedes Jahr aufs Neue, immer wieder gut. Hier bitte Fahrstuhlmusik vorstellen. Das könnte ich eigentlich machen, diese Pausenschweinchenmusik, die wir im Stream machen. Kriege ich die ja irgendwie an im Hintergrund? Oh. Na, eigentlich kannst du die doch mit einem normalen Player laufen lassen, oder? Ja, ich müsste die dann jetzt nur. Müsste die jetzt nur gerade finden dafür. Ja, das ist natürlich vorausgesetzt. Mein Bild flackert. Dein Bild flackert. Meine Drohne findet das nicht so toll, so weit von mir weg zu sein. Da darfst du die Augen nicht so schnell auf und zu machen. Ah, da. Ich höre nichts, mach mal lauter. Das ist sehr abgefahren irgendwie. Boah, diese Neodymium-Vorkommen sind eine Katastrophe. Ja, total. Warum? Weil das alles nur so winzige Brocken sind, die total weit auseinander sind. Ja, bei mir auch. Ist halt so weniger umso weniger drin ist, umso kleiner sind die Brocken auch da drin. Ja, schon, aber die sind mega verstreut. Hier geht's so einigermaßen. Ach, einigermaßen. Ich sehe da noch einen, aber da komme ich nicht mehr hin. Da oben ist noch einer. Versuch macht klug. Den habe ich. Da ist noch was. Los, buddelt schon. Ich will den noch haben. Inventar voll, was ist denn jetzt los? Habt ihr alles weg? Noch nicht ganz, gleich. Gib mir das, ich will das. Ich glaube, hier ist wirklich alles weg. Jo, wenn die Markierung nicht mehr da steht, also dass noch irgendwas vorhanden ist. Wir holen das Sinde! Yeah. Oh, die Verbindung ist aber schon sehr schlecht hier. Oh, ich bin gerade durch die Welt gebuggt, glaube ich. Warum? Hoppla. Warum bohren der nicht? Bin ich jetzt zu weit weg? Muss wahrscheinlich nachladen. Ach nee, Moment.
Wo ist es jetzt hin, das Blaue? Jetzt sehe ich nichts mehr. Das habe ich schon. Ach, jetzt hast du es? Ja, ach, ich bin durch die Welt gebackt und war direkt dran. Hä? Ach ja, sind die cheated. Skorpion. Der ist lieb. Ja, der ist lieb, weil er tot ist. Das ist er tot. Achso. Okay. Der gibt ja auch Fleisch. Er ist auf jeden Fall so lieb, dass ich ihn, als ich ihn angeschossen habe, dass er auf mich zugerannt kam. Ja gut, ich würde mich ja auch wehren. Aber dann ist es definitiv kein Fluchttier. Oder sind das 7%, dann sind 25%. Das ist schon ein Fluchttier. Ja, jetzt mal die Musik wieder aus. Oh Mann. Gut, schön. Haben wir also da kommt noch einer. Kobaldiges und wir haben. Habt ihr das Neop-Dingsbums da auch schon raus? Oder fast, ich hab noch zwei Bröckelchen, habe ich noch. Der Hippo ist ein bisschen langsam, der hat 25% noch drin. Wo ist. Hab ich wieder. Hippo ist ein bisschen blaumorschig gerade. Da sind noch 2%. Ich sehe das andere gar nicht, das andere Lager. Jetzt kommen wieder billige Ausreden. In dem Nö. Also, Schnupfen oder? Ist ja doch irgendwie verschnupfen. Ja. Das ist jetzt 100 Meter weg? Ja. Ist mir zu weit. Haben wir alles? Wo willst du hin? Zum Neop, zum Hippo. Ist dir zu weit und ich kann jetzt laufen oder was? Du hast nicht die Anscheine gemacht, als würdest du dahin wollen. Was weiß ich? Die Anscheine. Ich will aber auch nicht alleine sein. Jetzt bin ich alleine. Was scheint es denn an? Es scheint die. Keine Ahnung. Schreit mich an, habe ich das Gefühl. Es scheint. Mich deucht, da ist eine Drohne. Na dann, ruf da. Fliegt mich mal ab. Wo ist denn die Drohne? Ach, die. Ja, da fliegt was, ja. Die will aber woanders hin gerade. Ja, dann lass sie doch. Am Arsch lass ich die. Komm mir helfen, Hippo, ich rette dich. Gott, wo geht's denn hier runter bei dir? Ich bin mal am letzten Brocken angekommen. Ich glaub, bis ich bei dir bin, hast du den abgebaut. Ich weiß nicht, wo du da runter bist. Ich finde deinen Weg nicht. Irgendwie ist hier zu, als hätte ich jemand verschüttet. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich hab immer was verschüttet. Ah, da. Hi, Hippo. Hallo. Leuchtet denn da hinten? Tü-tü-düm. Natrium und Promethium, brauchen wir das auch? Ja. Stimmt. Natrium können wir noch mitnehmen. Dieses komische rote Fliegding kommt her. Ja, ich Fliegding ist das gerade hier. Noch 298. Das müsste es gewesen sein. Warum? Wir hauen das jetzt mal weg, das Fliegding. Ja, aber halt, dann ignoriert mich jetzt das. Jetzt geht's wieder weg. Sollen wir das nicht mal weg so fahren? Ach, das können wir auch weg so fahren, genau. Dafür haben wir doch das Sofa hier. Und jetzt ist schon wieder mit dem Playerbike hier unterwegs. Ja, irgendwie muss ich ja auch hier hin und weg kommen. Bin auch ganz hin und weg. Ja, so. Ist es einsteigen. Schön, dass alle oben durch das Loch einsteigen. Jetzt popsofern, jetzt popsofern wir mal hier die Drohne weg. Die Drohne weggepoppt. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Pop, 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 Sofa. Also da ist ein Baum. Machen wir ihn fertig. Ich sehe es nur nicht, dieses Pop-Ding. Ach da. Ah toll, jetzt hat der Coach abgeschossen. Er gönnt uns auch überhaupt nichts. Nein. Ach Coach. Ich renn doch hier nicht 500 Meter durch die Heide, damit ihr dann angegurkt kommt. Angesofert. Komm, knallen ab. Knallen, mach Sofern weg. Ich sehe ihn leider nicht. Steht bei der Drohne. Ach da. Stell die Waffe auf Voltigieren und los geht's. Auf Voltigieren. Auf Filetieren. Ja. Gute Idee. Ah ja, gut. Ach komm. Ich sehe nichts, weil es so hell ist. Coach, wie sagt man so schön? Du bist auf dem Kopf. Hey, du hast mich völlig über den Haufen
gebrackert hier gerade. Echt? Ach, das glaube ich nicht. Echt jetzt? Ist ja aus Versehen, Coach. Jetzt knall ich die letzten Scheiben da raus. Nein! Wir wollen dann noch nach Hause. Nein, dann halt an die Murmel da jetzt. Das putzelt auf dem Sofa. Was hast du kaputt geschossen jetzt? Ich hab gar nichts kaputt geschossen. Das fliegt sich immer so scheiße. Da muss nichts kaputt sein, damit das so scheiße fliegt. Sarah, was machst du jetzt? Ich nehme Reis aus. Ja, es ist schon gelootet. Ja, schon, nee. Ich dachte, wir nehmen das Satium hier noch mit. Satium? Jo. Achso. Satium, ja, okay. Erz 6800. Ich hab keinen Platz mehr. Ja, wir haben noch Platz im Sofa. Ja, pack doch hinten ins Sofa. Wir haben noch Platz im Sofa. Ich glaub, das war hinter den Kissen da hinten. Zu sein, ja, Platz ist. Nimm die Schütztüte da raus. Passt das auch wieder. Genau. So, es nimmt echt keiner mehr die Türen. Wisst ihr mal, das Loch ist richtig praktisch. Sehr aussagekräftig. Aussagekräftig. Da ist noch Pometium. So. Wer hat denn die Drohne genau auf das Vorkommen gestellt hier? Ja, Coach war wieder sehr. Coach war wieder super professionell. Wo ich es runtergeschossen habe. Da kannst du auch mal ein bisschen drauf achten, was du eigentlich tust hier. Nein. Da stelle ich mich lieber nicht hin. Ich, okay. Oh. Oh, Coach. Wir kriegen Besuch hoch. Was? Wieso? Von wem? Das große Schiff kommt. Ach, du lügst doch. Nein. Oh. Das fliegt genau von unserer Sofa zu. Scheiße! Feuer drauf! Ey, Ruhe, hör auf! Das große Schiff ist da! Feuert! Das war ich nicht, das war das große Schiff, genau. Feuert aufs große Schiff! Nein! Feuert aufs große Schiff, macht's fertig! Ja, holt das nicht runter! Das kann doch nix! Das kann doch nix, das machen wir locker. Wie Coach schon am Steuer sitzt, weißt du? Wie Coach schon am Steuer sitzt! Ich höre schon die Einschläge hier im Rücken. Kannst doch nicht, warte, ich häng fest. Wie Coach gleich hier auf Panik. Es kommt! Das ist so schön! 12 nur noch! Schieß auf das Raumschiff, schieß auf das Raumschiff! Jetzt dreh das Sofa um, jetzt kannst du schießen. Jetzt kannst du das Sofa wegsofahren. Ja, los, jetzt drauf. Schieß das Raumschiff jetzt mal ab. Jetzt mach mal! Ja, was denkst du denn? Ja. Coach, was ist los? Also wirklich, Coach. Auf sie mit Gebrüll! Weiter nach rechts, 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 da ist es! Weiter nach rechts! Vielleicht sollten wir es von hinten angreifen. Komm schon! Nein, das ist kein Krieger! Wir haben so viele Ressourcen, wenn der uns hinten den Container wegschießt, das ist so richtig. Deswegen sag ich doch von hinten angreifen, das ist doch maximal ein Raptor. Das Ding, dieses Raumschiff, hat vorne, hinten, unten und oben Geschütze. Ach ja, das hast du doch gar nicht gesehen so schnell. Wir haben zwei Miniguns und die sind auch noch pink. Und wegen dir haben wir jetzt, weil du da Panikmodus hast, haben wir unser Dingsbumslager aufgeben müssen. Ja. Jetzt Bumsbums da, wie heißt das? Ich hätte auch die Chips hinterhergeschmissen. Eben. Boah, Chips, man. Red doch nicht alles von Chips. Das ist echt fies. Hier ist noch Silenzium. Ja, das Silenzium brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt so gern Satium gehabt, oder wie das ja hieß. Ja, flieg mal wieder zurück. Nein. Dann bieg mal rechts ab, da ist nämlich das abgestürzte Raumschiff. Also du fliegst jetzt gerade dahin, wo wir waren schon. Ja. Coach, was soll denn schon passieren? Es ist echt, dass das Raumschiff im Arsch ist. Seit wann hat Coach so ein Mimimi? Das ist ja unglaublich. Ey, wir haben zwei Transportboxen voller Rohstoffe, ne? Die setze ich doch jetzt nicht aufs Spiel. Natürlich hast du recht, aber dich kennt man gar nicht so. Ich weiß, was. Wir haben zwei große Schlachtschiffe gebraucht, um das kleine Kackding da wegzuschießen. Okay. Heißt das, du fliegst jetzt gerade zurück? Ja. Dann flieg bitte schnell zurück, wir haben nämlich 105 Grad. 109. Ja. Minus. Jetzt ist ja die glorreiche Frage, warum haben wir das? Ja, weil Koya unsere Scheiben kaputt geballert hat. Minus 130. Könntest du bitte springen? Ja, haben alle den Eva-Booster an? Oh, da ist gerade rechts jemand aus dem Warp gekommen. Ach, das da. Das wird ein Transporter sein. Kann ich euch mal eben zeigen? Es gibt hier sollen wir den abknallen? Ja, natürlich klampert die Mutter. Weißt du, wir haben hier... Der ist rot, der Transporter, und ich würde ganz gerne dafür plädieren, dass wir jetzt warpen.
Haben wir alle 130 Grad. Ja, ich hab Eva. Ich glaub, ja. Kurs. Geht das? Kann ich das? Was? Nee, ich muss glaube ich, der machen, der steuert. Nee, den Kurz muss der Coach trinken. Ja. Eva habe ich. Ist aufgetankt, die alte Möhre? Ja, sicher. Ich habe das Ziel erfasst. Die hat noch mindestens eine Minute Strom. Hab ich doch jetzt angemarkert. Wo ist er denn jetzt? Das ist ein Pilot. Das ist ein Pilot. Schau mal einfach nach den Pfeilen am Bildschirmrand, Junge. Echt jetzt, also wirklich. Du musst erst Gas geben, bevor du K drückst. Ach. Dieser Coach, ey. Lass mich fliegen. Nee. Fliegst du wieder zum Raumschiff hin? Möchte das. Ja, natürlich würde ich das. Jetzt gib mal Gas hier, das ist so kalt. Minus 130 Grad und der schnackt da gemütlich am Couchtisch. Oh. Scheiben beschlagen schon. Beschlagen? Ja. Die ist gefroren. So. Ach, schön. Oh Gott. Heimat. Auch hier ist kalt. Ich habe unsere Heimat wärmer in Erinnerung. Also ich dachte eigentlich, das alles bei uns wärmer. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Na, das Ruckeln geht ja auch fast gar nicht auf den Sack. Nee, das ist überhaupt super. Nicht. Vor allem seitdem du steuerst, ist das Ruckeln viel besser geworden. Ich muss sagen, das ist ein guter Ausflug gewesen, oder? Was meint ihr? Ja. Wenn wir große Schiffe haben, ne? Ein Meteoriten verfällt. Wer hat denn jetzt den Generator ausgestellt hier während des Fluges? Ich nicht. Ja, aber das Ruckeln ist weg. Das ist viel besser jetzt. Das Ruckeln ist weg. Ist ich steh gleich auf und schieß einfach alle ab, die hier liegen. Was? Das ist ja, geht nicht. Das ist jetzt vorbei. Ach ja, stimmt. Wir sind jetzt im PvE-Gebiet wieder. Puh, ich lebe. Couch, man kann wirklich mit dem Jetpack landen? Ja. Das heißt, Jetpack, du kommst damit durch die Atmosphäre, aber danach machst du einen freien Fall. Komm ich denn, kann ich landen? Ja, klar, landest du unweigerlich, ne? Ja, aber ich runter kommen sie alle. Brach nicht probier's. Ja, ich kann ja nicht, wenn Coaching anhält. Ja, doch, natürlich, also absteigen. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Och, es glüht nur ein bisschen. Ja, wir verglühen schon wieder, super. Ja, aber es ist immer noch minus 93 Grad, es wird gegengekühlt. Ah, okay. Ah, guck, wieder Nebel. Ah, gute Heimat. Sind Wolken. Achso, sind Wolken. Ja, Nebel ist ja auch nichts anderes als Wolken, Junge. Ja, das ist ja. Hochnebel. Apropos hoch, wir müssen runter. Ja. Das ist unsere mehr Basis. Link, mehr drehen. Pink. Mehr die nicht Nase zu hoch. Mehr langsam. Mehr langsam. Weniger ruckeln. Die Ruckelei nervt mich. Weniger rechts. Teil, ne? Oh, ey. Bin echt. Sind schlecht bei. Das Ruckeln ist übel. Ja. Das ist erst seit Coach fliegt so schlimm. Ja, der Netzcode ist wohl noch nicht so ganz ausgereift. Ne. Netzhaut? Ja, die Netzhaut. Links, rechts, geradeaus, geradeaus, runter, geradeaus, geradeaus, du landest auf der Rampe. Geradeaus, Rampe, runter. Rampe, 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 Rampe. Bravo! Oh, das Ruckeln hat ein Ende. Als hätte er die übt. Das Ruckeln. Ja, das Ruckeln. Oh, hier ist immer noch so eine. Nicht wegmachen. Ja, will er auch wieder mit dem Bergbaulaser machen, das Kamel. Geht überhaupt nicht weg. Bist du unfähig? Das geht nicht weg. Das geht nicht weg. Hast du das auf Voltigieren gestellt? Ah. Ich hab das auf Voltigieren. Ich hab's auf Filetieren und auf Blamieren. Ich hab's auf Blamieren. Und auf Massakrieren. Ja. Also Blamieren, das glaube ich auch. Du hast ein Nachtsichtgerät fallen lassen, Sinde. Oh. Was? Wo? Wo ist es? Geh weg, ich will das. Auf das Nachtsichtgerät. Ich hab's gerade aufgesammelt, aber ich kann das wieder hinschmeißen. Ist nicht schlimm. Behalt's halt. Ja, wie? Ich hab's nur sicherheitshalber aufgesammelt, weil's da lag. Willst du's haben? Wolltest du's gerade ausprobieren? Nee. Ich weiß nicht, warum das runtergefallen ist. Ich leg's nochmal hin. Da. Mhm. Danke. Was schießt denn hier?
So, und dann gehen wir jetzt nachher im Off. Gehen wir wunderbar in den. In den Workshop. Deko-Antenne. Und suchen uns eine schöne Falken aus. Und ein schönes anderes Schiff. Mit einem Zimmer für mich. Mit mindestens einem Zimmer für Sinde. Das ist das einzige Kriterium. Ihr dürft auch einen haben. Ah, fantastisch. Guck mal, du hast was zum Anmalen, Sinde. Hä? Ist das nicht toll? Ich mal das schon. Achso, ich sehe es gerade schon schlimm. Das kann ja nicht sein, dass der Landeplatz von unserem Popsofa hier noch nicht angemalt ist. Das geht ja mal gar nicht. Ach, du meinst, du hast das Popsofa angemalt, okay. Nee, das ist doch. Okay. Entlernen wir das Popsofa mal. Mein Inventar habe ich schon. Was ist denn gewesen? Energiematrix. So, so. Die Matrix. Mhm. Ist ja schon leer. War das alles? Jo, ich hab ausgeräumt. Alles gemacht. Alles belegt hier. So. Sollen wir unsere Hütte nicht mal klinkern? Klinkern? Am Planeten? Echt jetzt? Konfetti gefunden. Konfetti? Also hier diesen Krümel da. Konfetti-Moos-Krümel. Ja. Moss-Krümel. Hm. Egal, wie auch immer. Ja, den habe ich da auf dem Eisplaneten da gefunden. Konfetti-Moos. Wo tun wir denn das Kobalterz hin? Mach einfach rin. In die Schmiede, ach, in die Forge. Steht außen. Ja, schon, wir haben eine Forge. Ach, wir haben eine Forge? Ach, ja, ist ja. Tja. Wo? Das linke Gebilde neben dem Gebäude. Genau. Okay. Stimmt. Ich wusste es auch nicht. Ich habe jetzt alles in die Fabricators reingeschmissen. Das Ding hier? Material. Dann holst du mal wieder raus. Hippo? Wow. Ja? Das ist hässlich. Aber das soll es sein, oder? Ist es ja gar nicht pink. Was schön? Jetzt ist es pink. Also ich fand eigentlich vorher die Basis sehr schön. Ach, du das komm, jetzt... Peanuts, warum denn pink? Du hast gesagt, das Ding ist pink, das war aber gar nicht pink. Bist du gerade das erste Mal raus, Koya? Oh, hier ist es kaputt. Grün. Ich bin gerade am Suchen, aber hier ist nur Schotter drin. Also hier ist nichts mehr drin. Ist schon rausgenommen alles. Schotter. Alles voll mit Schotter. Tja, haben wir jede Menge Schotter hier. Bring mich zum Schotter. Moos, Kies, Zaster. Oh, diese Farben. Ja, das wird immer hübscher hier. Es ist ein Traum. Oh, Alter. Baust gleich ab. Oh, ich hab das nicht verdient. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Und dann mit grün-weiß-pink gestreiften. Warte, ich will auch. Was nehme ich denn? Gelb. Ich hab keine Pistole. Boah. Das kommt pink aber nicht mehr durch. Ich wollte sagen, mach mit gelb weiter, kommt das pink hier nicht mehr durch. Alter. Mega. Ja, so wunderbar. Was gelb? Oh. Bis zur nächsten Folge, ciao. Ciao.